was built on puzzle pieces, and I try to figure out the picture. My life is built on puzzle pieces, and I'm searching for the answer to solve it all. So I stretch my wings and learn to fly. I turn into a little bird. Grandma told me once upon a time, as a bird, you can see it all. As a bird, you can see it all. I tried to jump, I tried to jump so high, but I couldn't reach the sky. And as I circled through the blue, diving in and out of cloudland, I think I finally found some clue how the pieces go together. My heart jumps high, my heart jumps low. I'm wise and proud, but feel alone. Where's everyone to share my joy? Where's everyone? Where did I go away? And in my dream, schönen guten Abend. Mein Name ist Ronja Malzahn und ich lade Sie alle ganz herzlich ein, auf eine musikalische Weltreise mitzukommen mit dem Bluebird Orchestra hier in der Friedenskapelle Münster. Eigentlich könnte ich traurig sein, denn ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass meine Eltern heute Abend hier sitzen können und sich denken, wow, was hat sich die Räubertochter da wieder ausgedacht. Ich hätte mir gewünscht, dass Hanna Ligeti hier sitzt, die Künstlerin, die das Album Artwork entworfen hat, genauso wie Chris Müller, einer der vier Produzenten, die an dem Album mitgearbeitet haben. Ich hätte mir gewünscht, dass Ingo Budwig, der Leiter vom Freien Musical Ensemble Münster, hier ist. Ich bin mir sicher, er hätte zu der gleichen Zeit bei seiner eigenen Premiere unfassbar emotionale Worte gefunden. Und an seiner Stelle möchte ich das an diesem Punkt tun. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Kai heute Abend hier ist. Das ist mein treuster Münsteraner Fan, der uns stets begleitet auf unseren virtuellen Reisen und stets dabei ist und alles bei Instagram und Facebook so mitverfolgt und immer in den richtigen Momenten die liebsten E-Mails verfasst. Genauso wie Tim Zimmermann, der heute Abend extra aus Oldenburg angereist wäre, unser erster Patreon-Unterstützer. Und zwar ist das unser Club der wilden Räuberkinder. Genauso wie Frank aus Bremen, der extra hergekommen wäre, um dieses große Konzert zu erleben, so groß, wie es es noch nie gegeben hat, mit 16 Musikern und Tänzern auf der Bühne. Eigentlich könnte ich traurig sein. Und doch bin ich so dankbar, dass wir heute Abend hier zusammenkommen dürfen, für die Kameras, für die Welt da draußen und das Album World Pop präsentieren. Das Album ist insgesamt von 32 Musikern aufgenommen worden, von vier Produzenten produziert
und von 17 Künstlern grafisch ausgestattet worden. Es gibt zu jedem einzelnen Song ein Artwork, eine Kunstgalerie. Und das Motto lautet, it takes teamwork to do dream work. Denn auch wenn da in der Ecke klein mein Name Ronja Malzahn draufsteht, könnte ich all dieses Projekt niemals alleine tun. All die Menschen machen das möglich und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich möchte mich in diesem Sinne auch noch bei Tim Eberhardt bedanken, dass wir in die Friedenskapelle dürfen, obwohl unser Konzert abgesagt wurde, obwohl die ganze Konzerttournee gecancelt wurde, dürfen wir hier unser Video drehen. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich, genauso wie bei Tobi, dem Techniker Totun, der das hier alles für uns wuppt mit so vielen Instrumenten und Kanälen. Ich glaube, sein ganzer Mixer ist komplett ausgereizt. Und ich bedanke mich auch bei dem Bluebird Orchestra, das sind all die Musiker, die ihr gleich hier auf der Bühne sehen werdet. Ganz besonders auch bei dem jüngsten Bluebird-Küken, und zwar Kai, unser Schlagzeuger, den wir erst letzte Woche spontan in das Programm mit einbezogen haben. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Reise und große Träume. Oh, Mr. Doubtful, what are you worrying about? When the sun is shining down, but your heart is full of clouds. No place to sit is ever comfortable. No effort that you make is good enough to be content. I don't mean to offend, but please, just be content. Oh, Mr. Doubtful, just make yourself comfortable. Das ist ein Mädchen, 9 Jahre alt, die eigentlich auch mit uns auf der Bühne stehen wollte. Vielleicht kann sie das dann nächstes Jahr in echt tun. Dieses Lied ist für Emma und stellvertretend auch für alle inneren Kinder und für alle Träumer da draußen. This goes out to the fools who dream. I see these big brown eyes, I see your innocence. The way you shine so bright while you're watching me sing for you into the night under the stars so bright. Oh, Emma, would you lend your ears to me? Emma, Emma.
am I just a fool? Am I going to lose? Or am I gonna rule the world? This kingdom I've built for you, this kingdom, oh, am I? Under the red evening sun, you're just standing there, listening to my song. I promise you no more, but to give you all my poetry, put my heart into this melody. Build a castle in the sky, I build a castle. Oh, Emma, am I just a fool? Emma, am I going? Goes out to the fools who dream, to the visionaries who believe. This goes out to the fools who dream, to the visionaries. Through my dreams.
which I cannot comprehend. What was it that he was telling? Like in a sand claw, the memories fall into pieces. I cannot recall the puzzle. What was it that I was dreaming? The birds, they come circling through the mist. They're flying through my dreams, reaching out to build a bridge between. The real world that is waking up outside, and the world that's in my mind. Manchmal werde ich gefragt, was ich eigentlich für Musik mache, und die Antwort darauf lautet World Pop. Das ist Popmusik mit dem Klang der ganzen Welt darin, in verschiedenen Sprachen. Und beim nächsten Lied wollen wir reisen von Moskau bis nach Paris. Raz, zwei, drei, vier. Иду в Москву.
les mots échouent, l'âme s'épave, elle révèle des choses enfouies et les secrètement des histoires de voyage, des rencontres, des inattendues. Ils forment un grand collage comme une impression de déjà vu. Une guitare à la main, écrivant une légende peut-être. Oh, les mots échouent, la musique parle, elle révèle les choses enfouies et les secrets du monde. Riendo una barrera.
durante el mundo de afuera, inmerso en el libro, nada puede tocarnos. Ni el ruido del trajín de la ciudad, ni repugnantes olores. Nuestras almas están en la primera infinita de momento. Ein Lied, was im Herbst entstanden ist und was gleichzeitig für das Fallenlassen und das in Liebe fallen, to fall in love steht, als auch die wunderschöne Herbstfarbenvielfalt. I wanna go where the winds are once blowing, where the cold and fresh air will slow me.
so beautiful when you fall. Show me in every color how to let go. You are so beautiful when you fall. Show me in every color how to let. Das nächste Lied heißt Sound of the Forest. Das ist geschrieben in den wilden, moosbewachsenen Wäldern von Schweden, dort, wo Astrid Lindgren geboren wurde. Und wir brauchen dazu euch alle, auch zu Hause auf der Couch, um mit uns gemeinsam die Geräusche des Waldes zu singen. There's no time to wait. Let's run away with wild horses, following the sun into the wood, into the wild. Following the voice that's calling, just like a child, just like a child. We go dancing to the sound of the forest, the sound of the wicked singing. Child, you never tasted freedom, never drank the water of the wild river that runs. The sound that will give you shivers down to your bones, down to your bones. We go dancing. Lieder über Fernsehen.
Ich hab mal gehört, du sollst dahin gehen, wohin dich dein Herz trägt. Ich hab mal gehört, ist der Weg schön, frag nicht, wohin er führt. Wir haben alle Zeit, alle Zeit der Welt. Komm, wir nehmen uns alle Zeit. Selber zu verstehen, denn die Freude kann nur echt sein, wenn da jemand ist zum Teil. Lass uns einfach verweilen. Ich hab mal gehört, du sollst dahin gehen, wohin dich dein Herz dreht. Ich hab mal gehört, ist der Weg schön, frag nicht, wohin er führt. Ich glaube, auf dieses Lied habe ich mich am allermeisten gefreut, in dieser wunderschönen Kapelle ein akustisches Lied, was nur mit Stimmen und mit Ukulele aufgenommen wurde. Dieses Lied heißt Über Wasser und es ist für meinen Großvater. Den Rast, gib dich auf, gib dich hin. Halt mich zusammen, halt mich über Wasser, halt mich frei. Ich halt dich zusammen, ich halt dich über Wasser, ich halt dich.
Seite hier sitzen, denn wir sitzen noch hier. Wir sitzen noch hier. Halt mich zusammen, halt mich über Wasser, halt mich. Das folgende Lied ist für die wohl wichtigste Frau in meinem Leben, ohne die ich heute nicht hier wäre, für meine Mama. Moments pass,
such a curious thing to me.
I only have 5 minutes to say what I have to say, so I better be quick about it. I don't want to waste no time. 5 minutes. If I am lucky enough to live until 65, I will have 33,769,000 minutes to breathe. Our small 5 minutes fit in there 6,739,200 times. They might just be another brick in the wall, just a random piece of your timeline. But there once was a scientist who said that time is relative. And I believe we should listen to this genius, forget all the numbers and mathematics, and make this moment stretch out a little longer. Before I start, I would like to ask you all to close your eyes for a short moment. And in your mind, I want you to imagine the wide blue ocean with its vast and endless deep beauty. And with your breath, you follow the waves of the salty water, absorbing it in your lungs, and then pushing it out again, rolling, fading out slowly. We're like rocks in the ocean, telling ourselves to be solid and strong, while the waves keep us in motion, pushing us up, pulling us down, and there's nothing we can do about it. My life is built on memories. Some of them seem enormous to me. Sometimes seconds stretch out over years. Motion, smell, pictures, and sound repeating themselves over and over in my mind, like the first time he kissed me. The butterflies in my belly celebrating, exploding in colorful fireworks. Or the moment when she pushed me away. Pain running through every inch of my body. Myself imploding in a million sharp pieces. My life is built on memories, but some of them simply don't exist. Sometimes hours and days and weeks are filled with a monotonous routine and I cannot fix them in my mind. If you would ask me what I will be doing in 2 weeks, I have to look it up in my calendar, then I could list it up for you, time and day and detailed activity. And if you ask me what I will be doing and what I have done before 2 weeks, I would do the same. And if you ask me then if I had time for you, I would apologize and say no. We have no time. I have no time. We locked it up in a cage and gave up our freedom. We signed the wrong contract and never noticed it was a trap. We are imprisoned by numbers, 1 until 12. A turning wheel, a ticking noise, ticking and ticking and ticking away, reminding us that we are imprisoned. We created a monster and call it future. We fail to control it, although we seem so sure. We cut off our wings, our shoulders too heavy to fly, loaded with a million things, while our life is passing by. We're like rocks in the ocean, telling ourselves to be solid and strong while the waves keep us in motion, pushing us up, pushing us down, and there's nothing we can do about it. But what if you let go for a second? What if you stopped running away? What if you felt this moment, realized the painful beauty of the things that slip away, never to return again? They're bittersweet ephemera. You would open up your arms, stretch out your wings, and embrace the freedom that waited within you all along. You are like a rock in the ocean, telling yourself to be solid and strong, while the waves keep you in motion, pushing you up, pulling you down. And then you give yourself into the water. Let the sea decide the way. Flattening your edges and borders, you become one with the wave. An Alfonso shining pearl out of you, glistening in the sun, until you become smaller and smaller, and you get washed away with the sand.
the ocean of time, drifting away, passing by. I thought we had all the time in the world. That's what you said, that's what they said. We're running in circles, diving deep. Through the ocean of time, into the blue, out of the blue. All I can see is me and you. Well, like rocks in the ocean, telling ourselves to be solid and strong. The way, flattening your edges and borders, you become one with the waves, and it forms a pool out of you, glistening in the sun, until you become small and small and smaller, and small and small and small and small and smaller, and small and small and small and small and smaller. Auf der ganz, 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 ganz viele Geschichten festgehalten wurden.
von kleinen Fröschen, die sich hoch in die Vogelperspektive träumen, von Luftschlössern, von Zeitlosigkeit, vom Ozean der Zeit, von Paris bis nach Moskau, um die ganze Welt herum. Und es sind nicht nur ganz, ganz viele Geschichten, sondern es sind auch ganz, ganz viele Menschen, die in diesem Projekt vereint sind. Und zwar ist zu jedem einzelnen Lied ein Gemälde entstanden. In den unterschiedlichsten Stilistiken, von Aquarell über Comic bis zu Pixel Art, ist alles dabei. 17 verschiedene Künstler aus verschiedensten Ländern, aus Argentinien, aus Frankreich, aus Luxemburg, aus Deutschland, von überall, aus Italien, waren mit dabei und haben diesen großen Traum Realität werden lassen. Und ich kann es schwer in Worte fassen, wie sehr mich das erfüllt und stolz und glücklich macht, dass wir diesen Stein ins Rollen bringen durften und hier jetzt 32 Musiker zusammengekommen sind und diese 17 Künstler gemeinsam ein großes Kunstwerk erstellen. Ja, ich möchte Danke sagen bei all den Menschen, die das unterstützt haben, die das möglich gemacht haben. Diese CD wurde über ein Crowdfunding finanziert, denn das sind natürlich auch hohe Kosten, die dabei zusammenkommen, wenn 4 Produzenten aus Argentinien und Deutschland zusammenarbeiten. Und ich möchte Danke sagen all den Musikern, all den Künstlern, all den Unterstützern und möchte besonders in diesen Zeiten mit Kulturalarmstufe Rot, wo unsere gesamte Tournee gecancelt wurde und wo so viele Techniker und Musiker, Instrumentalisten und Künstler keine Arbeit haben, keine Beschäftigung haben, möchte ich an Sie alle appellieren, unterstützen Sie Kunst. Und ich möchte Sie alle ganz herzlich einladen, diese CD online sich anzuhören. Ihr findet sie auf iTunes, auf Spotify, auf allen Streaming-Medien. Ihr findet sie auch physisch. Ihr könnt sie bei mir persönlich bestellen oder bei meiner Website ronjamalzahn.de. Und ich freue mich, wenn ihr teilhabt. Ihr seid auch herzlich eingeladen zum Club der wilden Räuberkinder. Das ist unsere Patreon-Plattform, wo wir jeden Monat exklusiven Content veröffentlichen. Und ja, wir sagen einfach nur vielen, vielen Dank, dass ihr das alle möglich gemacht habt. Und ich wünsche noch gute Reise und große Träume.